Moin Leute, jetzt bei Destiny 2. Mein Warlock hier an seinem Wochenloot-Tag, beziehungsweise es gibt auch neue Infos. Es wurde was auf Reddit geschrieben und das heißt, der Wunschender wird wohl nächsten Dienstag am 14.01. wohl genervt, beziehungsweise wieder so instand gesetzt, wie er eigentlich sein soll. Also der extra Damage wird dann wahrscheinlich nicht mehr da sein. Zudem wurde auch gesagt, dass die beiden Exos, muss man selber mal schauen, wie die nochmal heißen. Gehe ich nochmal kurz in die Sammlung. Zwei Exos haben sie ja im Moment gesperrt. Die kann man im Moment nicht spielen, wegen den Bild Orders, die man hier machen kann. Und dann hat man halt da den Vorteil, dass man halt so viel Damage raushaut, dass da einfach das ganze Spiel kaputt gegangen ist. Das war einmal beim Titan, war es einmal Wurmgott Berührung ist im Moment gesperrt. Ja, das geht im Moment nicht. Da ist halt eben so ein kleiner Bug, dass man halt mit dem Hammer rumschmeißen kann. Dann kriegt man halt extrem hohen Damage. Und dann war das beim Warlock, glaube ich, auch noch was. Ich habe leider jetzt gerade vergessen, welcher das war. Genau, Entschuldigung, Winterlist ist auch noch gesperrt, die haben sie jetzt irgendwie rausgenommen, die geht im Moment nicht zu spielen, das soll wohl alles gepatcht werden, ja, das wird wahrscheinlich zum Ende des Anbruchs sein am 14.01. nicht vergessen, dass auch der Anbruch ist auch da zu Ende und dann davor kommt wahrscheinlich wieder ein Patch, wahrscheinlich mit Zerwartung etc., mal schauen, was da alles los ist. Lustigerweise hat Bungie ja immer das Problem, oder machen die ganz gerne, wenn es um extra Glitches geht, so sag ich mal, wo mehr Damage rausgehauen werden kann, so, da sind die ganz fix dabei und sperren erstmal alles, aber so andere Sachen, die buggy sind, da lassen sie erstmal die Finger von, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, ja, also die sollten mal ein bisschen mehr, einige Bugs, die hier noch im Spiel herrschen, wie zum Beispiel der Obelisk, der ETZ, dass man den nicht anwählen kann ab und zu, sowas zum Beispiel, sollten sie auch mal angehen, ich hoffe mal, es wird mitgepatcht jetzt am Dienstag, so sind zumindest im Moment die Infos, ihr habt noch nichts weiter gelesen, auch noch nicht bei meinem oder Destiny Infobase oder so, das kommt jetzt alles von Reddit und das soll wohl auch so sein, dass Dienstag dann der Patch rauskommt und dann einige Sachen halt, wie gesagt, die ich gerade gesagt habe, geändert werden. Aber wie gesagt, ich hoffe mal, es stimmt auch. Wenn nicht, sorry dafür. Aber so wie ich es weiß, soll es so sein. Obelisk habe ich jetzt schon zwei Sachen hier synchronisiert hier, wie man sieht hier. Ja, habe ich schon zwei Sachen gemacht. Einmal ETZ und einmal den Mars. Zwei Sachen fehlen noch, bin jetzt auch dabei. Wie gesagt, da muss ich auch noch ran. Zudem natürlich nicht vergessen, hier ETZ, das heißt jetzt Test hier besuchen und dort den Geist kaufen, wenn die noch keinen guten Geist haben, führendes Licht. Ja, Glanzstaubshop, ich sag's gerne nochmal. Kauft den Geist hier, ja, der ist echt gut und sonst das Schiff finde ich auch gut und halt, wie gesagt, Winterdämmung finde ich auch gut. Kostet natürlich anständig Glanzstaub. Glanzstaub kriegt ihr nur in den wöchentlichen Beutezügen von den einzelnen Charakteren. Da sonst habt ihr nicht großartig Chance, außer halt, wie gesagt, mit den Engrammen. Da könnt ihr auch eventuell Glück haben, wie gesagt, dass da eventuell Glanzstaub rauskommt, weil, wie gesagt, hier gibt es ein Geschenk. Hier einmal kleines Geschenk mit Glanzstaub, mittleres Geschenk und großes Geschenk mit Glanzstaub. Aber es ist random, das ist nicht garantiert und sonst halt nur mit den Beutezügen, die ihr halt von den einzelnen Charakteren kriegt. Die Beutezüge, die 7 Tage Zeit in Anspruch nehmen können, also beziehungsweise wo ihr 7 Tage Zeit für habt, da kommt mal 200 Glanzstaub raus und wenn ihr 3 Chars habt, geht das eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ne, anders geht es im Moment nicht, Glanzstaub zu farmen. Die ganzen anderen Sachen hier gibt es zwar auch ab und zu Glanzstaub, wenn ihr Beutezüge abgebt hier, ja, aber es sind immer nur 10 Stück oder so, deswegen bringt das nicht ganz so viel. Zudem habe ich natürlich einige Quests hier, den Fortschritt schon geschafft hier. Ich muss hier natürlich noch ein paar Sachen erledigen, wie man sieht hier, aber da kommen wir auch irgendwann hin. Lustigerweise habe ich den Ruchlosigkeitsrang jetzt zurückgesetzt. Und somit hat sich das da unten auch zurückgesetzt. Ich weiß, das ist, glaube ich, auch ein Bug. Ja, wie man sieht, hier oben unten Ruchlosigkeitsrang heroisch, ja, 0 von 1. Habe ich schon längst erreicht gehabt, weil ich habe im anderen Video hier den Rang zurückgesetzt. Jetzt ist das Ding auch zurückgesetzt. Das ist geilste überhaupt. Also, ich weiß nicht, was es soll, aber ist wirklich so. Es ist halt wohl auch buggy und das nervt mich mega ab. Hoffentlich wird es trotzdem dann abgeschlossen, aber es nervt. Dann habe ich natürlich noch hier das Gelübde, was ich noch erledigen muss. Das läuft auch nebenbei. Ja, da muss man nicht ausrüsten hier, die Irianas. Also, ist ganz okay. Nicht vergessen, ja, immer schön backen, ne? Noch der Ambro ist da, nicht vergessen, gibt's Doppel-EP. Schön machen die Beutezüge vom Eva-Lehrband, lohnt sich, wenn ihr noch nicht Season-Rang Max seid, auf jeden Fall die immer machen. Immer schön Geschenke abgeben, dann die Hauptbeutezüge da auch von ihr machen. Das läuft dann ganz gut. Zudem natürlich der Geist, den ich da jetzt als Empfehlung rausgekloppt habe, eben den zu kaufen bei Tess, ja, könnt ihr euch immer wieder aus der Sammlung ziehen, ja, nicht vergessen, ihr könnt auch in der Sammlung mal gucken, da gibt es auch einige Sachen, die noch nicht released wurden bei Tess, die dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch noch kommen werden. Da sind schon ganz schicke Sachen bei. Mal kurz gucken, hier Equipment, da haben wir hier nämlich einmal den hier, den Geist kann ich mir jetzt einfach so rausholen, den mache ich jetzt auch mal, weil der ist eigentlich ganz gut, wie gesagt. Und sonst gibt es hier natürlich auch noch andere Sachen zu gucken hier, die Geister, die ich noch nicht habe, die könnt ihr alles anschauen, was hier noch so da ist, was eventuell irgendwann kommen könnte, ja, aber ich noch nicht habe, leider. Aber wie gesagt, die könnt ihr noch ein bisschen rumstöbern, mal schauen, was alles Season 9 so aktuell da ist. Also sind schon noch ein paar schicke Sachen dabei, wie man sieht hier, da könnt ihr noch ein bisschen gucken, auch die Sachen ein bisschen zu Gemüte führen. Wie gesagt, sind einige Sachen dabei, die sind noch nicht released worden, ja, das sind einige Sachen, die sind echt schick, also da kann ich nur empfehlen, mal ein bisschen zu gucken, lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen schauen und ja, so sieht es dann eben aus. Und da könnt ihr halt noch ein bisschen
stöbern und eventuell überlegen, ob ihr da vielleicht noch Silber ausgeben wollt oder nicht. Aber insgesamt, wie gesagt, meine Empfehlung, der Geist erstmal, ja, den könnt ihr so holen. Definitiv. Der ist gut. Was habe ich denn hier gekriegt? Hier Titan-Kombi-Finder, okay. Und wie gesagt, hier einmal spürt die Brust innerhalb eines 50 Meter Radius auf und vermehrt Glimmergewinn. Sehr gut. Führungslicht sowieso gut. Und dann hier jetzt Titan-Kombi-Finder. Ja, ist random. Wie gesagt, so oft den Geist zieht. Das variiert dann immer ein bisschen. Aber das lübt auch. So sieht es nämlich aus. So, können wir noch ein bisschen anmalen hier. Aber da müsst ihr gucken, was ihr da Bock, wo ihr Bock drauf habt, auf welche Farbe und welche nicht. Machen wir das mal. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Würde ich sagen, jetzt gehen wir mal Loot abholen. Ja, nach und nach. Mir fehlt nämlich noch, ich bin noch nicht auf 980 bei dem Char. Hier auch mit dem Bonus nicht. Mein Bonus läuft langsam wieder voll. Das ist schon ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr viel spielt, viele Beutezüge abgebt, da geht das recht fix. Wie gesagt, ich habe jetzt hier meine Waffen. Ich habe jetzt soweit alles erspielt, was halt an Spitzenausrüstung zu erspielen ist. Und zwar ohne Raid. Ja, wie gesagt, aber fehlt mir noch eine höhere Maske und noch höherer Warlock-Reif. Zudem natürlich, habt ihr natürlich auch die Chance, ja, euren Warlock so zu designen, wie ihr lustig seid, ja, ich sag's gerne nochmal eben, habe ich schon öfters früher mal gesagt, aber hier habt ihr die Möglichkeit, die euren Ornamente, die ihr freigeschaltet habt, einzusetzen, das kostet nichts, ja, die Ornamente sind alle hier hinterlegt, die ihr jemals freigeschaltet habt für euren Warlock oder Titan oder Jäger, ist ja egal, und da könnt ihr halt die Sachen ausrüsten und das anders designen, ja, das ist hier alles zurück, alles im System drinne, ja, das ist schon ganz gut, da könnt ihr halt eben auch designen, so wie ihr lustig seid. Nochmal so am Rande, weil einige wissen das vielleicht noch gar nicht oder haben es noch nicht so richtig gesehen. So, hoffe ich mal, dass jetzt gleich das Richtige droppt für mich. Und zwar, wie gesagt, ein Helm und der Reif. Dann komme ich vielleicht auch nochmal auf 980. So, das brauche ich schon mal nicht. Das ist schon mal schlecht. Naja, aber vielleicht 964. 63 sogar nur. Na, das ist echt nicht gut. So, eine Waffe brauche ich mir nicht. Da kann ich die gleich recyceln. Oh gut, Rüstungskern. Auch immer gern gesehen. Nehme ich mit, definitiv. So, hoffentlich kommt hier was Höheres. Oh, ein Helm. Aber leider wahrscheinlich nur, wahrscheinlich mit 900... Ja, 63. Ich infundiere das trotzdem mal eben. Vielleicht bringt das gleich noch 964er Loot. Mal gucken. Schauen wir mal. So. Auch wenn es nur ein Power-Level-Punkt war. Egal, bringt mich... Ja, 980, siehst du? Hier, so. GZ, danke. Ja, so läuft's. So kann's gehen. So, ich habe noch ein Primus-Ingramm mit 963. Das haue ich auch noch mal kurz raus. Dann schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Genau. So, Schuhe brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Weiß gar nicht genau. Muss natürlich auch bei den Aktivitäten muss man natürlich auch Glück haben. Ja, bei den Spitzenausrüstungsloot, den man holen kann, muss man natürlich auch Glück haben. Weil, wie gesagt, ja, ab und zu kriegt man halt dann eben drei Helme mit Spitzenwert. Das ist natürlich dann übel, weil damit kommt man nicht voran. Das müssen wir uns auch nochmal ändern, dass der Dropchance da besser wird, sagen wir es mal so. So, 36er Season-Rang erreicht. Das geht auch voran. So, dann gucken wir jetzt. Jetzt kriege ich noch 64er Sachen. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich, bin ich bei jedem Char auf dem gleichen Stand. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt hoffe ich einfach noch, dass ein höherer Helm noch kommt und Reif und Helm kommt. Ja, geht doch. Die Freude ist groß. So. Ich weiß, du hast viel zu tun, Hüter. Hier weg. Low-Level, wie gesagt, brauche ich ja nicht gar nicht mehr. Wie gesagt, sobald das Meisterwerk hat hier beim Reif, wird das Ding benutzt und rein informiert. Außer wenn wir irgendwie den Schaden oder Arcus Solar oder Leere ändern. Aber prinzipiell sind wir hier gut dabei. So. Das ist schon mal gut hier. Das freut mich. So soll es sein. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, viel gezockt, ja. Hab viel Zeit investiert hier in die drei Chars. Hab gut was erledigt. Wie gesagt, ich musste noch Fraktalin farmen. Da bin ich auch ganz gut weit gekommen. Ich habe da jetzt, glaube, 6600. Ja, genau. Und wenn ich dann halt 8800 voll habe, oder 8600, mal gucken. Eigentlich brauche ich ja gar nicht mehr Max. Also man braucht ja 8800, glaube ich, an Fraktalin, um alle Obelisten freizuschalten, soviel ich weiß. Auf Maximum sozusagen zu leveln. Aber ich habe schon einige Obelisten auf Stufe 2 gelevelt gehabt, deswegen kann ich ein bisschen weniger farmen. Ich glaube, ich brauche nur 8000 Fraktalin. Und wenn ich das habe, dann werde ich das im Video aufnehmen und dann alles rausklauben. So sieht es mir aus. So, da habe ich jetzt wieder Besserungskerne gekriegt, deswegen nutzt es auch, um Clan zu spielen, weil dadurch kriegt ihr dann extra Perks. Ich kann es gerne nochmal zeigen, wenn ihr neu seid. Einige wissen natürlich schon Ewigkeiten. Wie gesagt, mit Clan spielen ist wichtig. Ja, da habt ihr nämlich dann hier Kerngeschäft, der Abschluss einer kleinen Händler-Herausforderung gewährt, Verbesserungskerne, die habe ich gerade gekriegt, deswegen, es gibt hier immer Bonus, ja, das ist, es hilft, definitiv. So, 964er auch schon mal wieder, das ist nur mal drinne,
Ist auch schon mal ein gut. Clan ist eine Familie, und jetzt gehen wir noch kurz zum Vagabunden und dann habe ich durch auch alles eingesackt, was ich einsacken kann. Ja, dann sind wir damit durch. Und dann mache ich dann mit dem Jäger weiter. Da bin ich auch schon gut vorangekommen mittlerweile. Und wie gesagt, ich muss ja noch die Python wieder freischalten und den Bogen wie auch noch fertig haben, damit die Quests da verschwinden aus der Questreihe. Ja, und das mit heroisch, mit Rang, Ruchlosigkeitsrang zurücksetzen, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber noch sind die Ruchlosigkeitspunkte erhöht im Gambit, deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen mehr Gambit spielen. Ja, leider wohl auch buggy. Das Gambit so können wir immer Hüter gebrauchen. Bist du dabei? So, noch eine Rupe gekriegt. Naja, EP gesammelt, das war's gegen. Und da haben wir jetzt die Rupe gekriegt, die noch mit 964 kann man auch nochmal drinnen lassen. Obwohl, hier habe ich 65. So, dann habe ich jetzt leider den Helm nicht mehr gekriegt, aber kann noch mit dem Primus in Gramm kommen oder mit anderen Aktivitäten mal gucken. Sonst sieht es im Moment halt bei mir so aus, wie gesagt, und das ist schon ganz okay. Wie gesagt, ich komme gut voran. 89 erreicht, das ist auch ein guter Wert. Ja, zwar ist es nur ein Plus-Bonus dann, aber wir sind auf einem guten Weg. So kann man es einfach mal stehen lassen und auch sagen. Und ja, viel Spaß weiterhin bei Destiny 2. Macht den Anbruch, macht die Beutezüge. Wie gesagt, Anbruch ist bald vorbei. Da müsst ihr zusehen, dass ihr dann halt auch eure Anbruch-Essenzen auch anständig ausnutzt. Wie gesagt, ich habe mittlerweile, ist alles aufgelaufen bei mir hier, habe ich 1279 Anbruch-Essenzen. Die muss ich dann unbedingt noch vor Dienstag oder während oder Dienstagmorgen nochmal alle rauskloppen, bevor dann nachmittags gepatcht wird etc. Sonst hat man eventuell das Problem, dass man das alles verschwendet hat. Und natürlich dann, wie gesagt, nicht vergessen, auch immer schön backen und abgeben und dann den Hauptbeutezug mitnehmen von Eva Levante, ja, und sonst, wie gesagt, alles hier noch schon backen. Guckt ihr halt, wo ihr genug Sachen gefarmt habt und dann seid ihr hier gut dabei und könnt viel abgeben. Also, das ist schon okay, so wie es läuft. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zuhören. Ja, viel Spaß noch bei Destiny 2 beim Anbruch und bei anderen Aktivitäten. Lootet schön und bekommt noch guten Loot reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!